Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und hier sind zwei neue Karten für den Montag, den 15. August 2011. Da kommen die Erzengel heute wieder mal zum Tragen und die mag ich ganz gerne eigentlich am Montag, denn die geben auch für die ganze Woche schon mal so eine gewisse Richtung an. Und da kommt als erstes die Jophiel mit Aufräumen, die sagt, trenne dich von unnötigen Dingen, kläre die Energie in deinem Umfeld und wende die Prinzipien des Feng Shui an. Dazu, wenn ich mich da einfühle, ist es natürlich in erster Linie mal wichtig, sich umzugucken, wie lebe ich, mit was umgebe ich mich, ist da etwas dabei, das eine oder andere, von was ich mich trennen könnte oder sollte. Was die Energie einfach im Raum, im Haus, im Garten oder am Arbeitsplatz oder so unklar macht. Und da hilft die Jophiel ganz, ganz, ganz gerne, wenn ihr sie fragt und bittet, euch dabei zu helfen, da zu entrümpeln und einfach das Zeug loszuwerden, was er wirklich nicht mehr braucht. Zum einen freuen sich andere drüber und zum anderen wird bei euch einfach um euch herum, egal wo ihr seid, eben auch die Energie klarer. Und eine klarere Energie brauchen wir jetzt einfach, um weiterzukommen. Da kommt das Nächste. Das Aufräumen betrifft nicht nur das Außen, euer Drumherum sozusagen, sondern auch das, was in euch selber stattfindet, beziehungsweise was in euch selber zu viel ist immer noch. Und da sagt die Jophiel, hilft sie euch auch. Es ist wichtig, mal nachzugucken, was da noch an Emotionen, Gedanken, was auch immer an Themen in euch selber noch sein Unwesen treibt, was ihr gerne loswerden solltet und was eben dann auch sehr, sehr positiv sich für euch auswirkt, wenn ihr da mal genauer nachguckt. Auch da hilft sie euch gerne, um euch da mal ein bisschen einen klareren Blick zu verschaffen, was da so an Gedankenkonstrukten sich in euch immer noch breit macht. Und da kommt jetzt zur Rechten auch gleich der Erzengel Raziel ins Spiel mit dem spirituellen Verständnis. Er sagt, ich bringe dir esoterische Informationen und Symbole und helfe dir, spirituelle Wahrheiten zu verstehen. Ich lese euch jetzt gleich mal vor, was in dem Buch dazu steht. Du bist dabei, dein spirituelles Verständnis auf die nächste Ebene zu bringen, indem du bereit bist, das Leben von einer neuen Perspektive aus zu betrachten. Bleibe weiterhin aufgeschlossen und lasse alle limitierenden Gedanken und Illusionen los. Achte auf Zeichen, Informationen, die dir dreimal oder öfter vermittelt werden. Achte auf geometrische Formen und Symbole in deinem physischen und außersinnlichen Sehkreis. Wisse, dass deine verstärkte Wachsamkeit unter Umständen deine Beziehungen und Berufsziele verändern kann. Ich werde dich durch diese Zeit der Veränderung begleiten, damit dein Leben deine inneren Erfahrungen widerspiegelt. Also, passt wunderbar zusammen mit der linken Karte, also beziehungsweise auch mit dem Erzengel Jophiel, denn es ist jetzt wohl im Zusammenhang zu sehen, dass wir unsere Gedanken und einfach die Illusionen, die wir uns da so vor uns hertragen oder in uns tragen immer noch und nach denen wir sozusagen auch unser Leben gestalten, indem wir uns einfach limitieren dadurch, durch unsere Gedanken und so daraus entstehenden Gefühle natürlich, geht es nicht weiter im Text unter Umständen oder es geht viel zu langsam weiter im Text. Wir sollen einfach jetzt ganz klar nochmal sehen, wo sich da gewisse Illusionen in Form von negativen Gedanken über uns oder auch über andere Menschen immer noch breit machen und uns da einfach von unserem höheren Selbst, von unserer eigentlichen Existenz trennen und insofern dann eben auch Situationen erschaffen, die nicht so toll sind für uns und die uns eben blockieren und bremsen. Und nicht zu den gewünschten Zielen führen, die wir ganz gerne hätten. Also, es ist wirklich jetzt wichtig, guckt nochmal genau hin. Guckt in euch rein, was fühlt ihr, wie geht's euch, was träumt ihr, was
legen die lieben Erzengel oder Engel euch aufs Tablett? Was dürft ihr euch nochmal betrachten? Und was dürft ihr an Negativem durch viel, viel Positives ersetzen? Und so eure Sicht auf die Welt, auf eure Umwelt, auf euch selbst und auch natürlich auf eure Mitmenschen da an Veränderung reinbringen. Und wie gesagt, der liebe Raziel und die liebe Joffel sind für euch da, um euch dabei zu unterstützen und zu assistieren. Der liebe Raziel, der bringt euch dann eben ein neues Verständnis für die Welt, indem ihr eben auch die Dinge lernt, anders zu betrachten und das auch wirklich übt. Dabei hilft er euch. Und ihr seht da oben, da fällt mir dann noch diese Friedenstaube ins Auge. Ihr sollt sowas erreichen wie inneren Frieden. Und dabei helfen euch beide. Und der innere Frieden trägt natürlich auch wieder dazu bei, die Dinge ganz klar zu sehen, eure Situation ganz klar zu sehen. Und dann entsprechende Schritte und eben die besten Schritte zu unternehmen, die ihr unternehmen könnt auf eurem Weg. Und wie gesagt, bittet bitte um Hilfe. Es wird euch immer geholfen und achtet auf Zeichen, achtet eben auf alles, was euch da in den Weg kommt. Das bringt euch alles weiter. Seid einfach wachsam. Okay, ihr Lieben, das war's für heute, für den Montag. Und da wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen solchen wie immer und freue mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!